Ja, die Steuer kommt, ETF und Fondsanleger aufgepasst. Im Januar 2024 ist es soweit. Ja, in wenigen Tagen beginnt das neue Jahr für ETF und Fondsanleger schon wieder mit einem Paukenschlag. Die sogenannte Vorabpauschale wird zum allerersten Mal im Januar in die Praxis umgesetzt. Was bedeutet das für dich als Anleger in Fonds und ETFs? Mein Name ist Marco Messina und ich bin Moderator hier auf dem SD-Talk-Kanal bei YouTube und Chefredakteur des Aktiennavigator. Ich möchte dir in der heutigen Sendung einmal näher bringen, was diese sogenannte Vorabpauschale überhaupt ist, warum du als Fondsanleger oder ETF-Anleger mit hoher Wahrscheinlichkeit in wenigen Tagen automatisiert eine Steuerbelastung auf deinem Verrechnungskonto zum Depot bei deinem Broker oder bei deiner depotführenden Bank bekommen wirst und welche Fonds und ETFs hier überhaupt betroffen sind. Steuern zahlen auf ETFs und Fonds, ja, bisher musstest du dafür eigentlich nichts tun. Die Steuer wurde automatisch beim Verkauf des ETF oder der Fondsanteile abgezogen oder eventuelle Verluste den Verlusttopf hinzugerechnet. Und genauso lief es auch, wenn der ETF oder der Fonds unterjährig eine Gewinnausschüttung vorgenommen hat. Solange die Papiere bei einem deutschen Broker oder bei einer deutschen depotführenden Bank verwahrt waren, ist das Ganze automatisiert für dich erfolgt. Es wurden automatisch die Abgeltungssteuer und der darauf anfallende Solidaritätszuschlag von der Bank in deinen Namen abgeführt. Doch ab 2024 wird es anders und das könnte für erheblichen Unmut und Ärger mit den depotführenden Banken und Brokern führen. Doch was ist überhaupt diese Vorabpauschale? Die Vorabpauschale ist eine steuerliche Regelung in Deutschland, die es eigentlich bereits seit 2018 für Investmentfonds gibt. Sie ist eine Art fiktiver Ertrag, der unabhängig von der tatsächlichen Wertentwicklung des Fonds anfällt und besteuert wird. Das klingt erstmal völlig skurril. Doch der Grundgedanke dahinter ist, dass der Anleger auf jeden Fall einen Ertrag auf sein investiertes Kapital erzielen wird, auch wenn der Fonds keine Erträge ausgeschüttet hat. Thesaurierende und ausschüttende Fonds sind allerdings gleichermaßen von der Vorabpauschale betroffen. Allerdings wird bei den ausschüttenden Fonds die Vorabpauschale auf die Ausschüttung angerechnet, sodass überwiegend thesaurierende ETFs und Fonds hier von dieser Vorabpauschale ab dem kommenden Jahr betroffen sein werden. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Steuer existiert bereits schon seit 2018 und wurde 2019 erstmals erhoben. Aber wie kann das sein, dass du seitdem eigentlich nichts davon gehört hast und jetzt in 2024 damit zum ersten Mal so richtig in Berührung kommen wirst? Wo jetzt vielleicht auch für dich erstmals Steuern im spürbaren Umfang fällig werden. Das kann dann auch schon wirklich ganz schnell mal Beträge von mehreren hundert Euro bedeuten oder bei größeren Summen, die in Fonds und ETFs investiert sind, dann auch locker mal 1.000 Euro und mehr ausmachen. Die Steuer wird Anfang Januar einfach von deinem Konto abgebucht. Und wenn du da nicht genügend drauf hast, dann bekommst du ein Problem. Entweder rutschst du dann mit diesem Verrechnungskonto ins Minus und es müssen Überziehungszinsen gezahlt werden, oder das Finanzamt bekommt eine Mitteilung von deiner Bank und du musst dann bei der Steuererklärung die Anlage CAP ausfüllen. Also es ist dann mit zusätzlichen Aufwand für dich verbunden. Und dass du bisher auf deinen ETF- und Fondsvermögen keine Steuern bezahlt hast, also keine Vorabpauschale bezahlt hast, das liegt daran, dass bei dieser Berechnung das Ganze an dem Basiszins der Bundesbank sich orientiert. Er rechnet sich aus der Rendite langlaufender Anleihen. Und da natürlich aufgrund des Zinsniveaus wir in den vergangenen Jahren also keine nachhaltigen oder keine großartigen Zinssätze hatten oder die sogar negativ oder sehr, sehr niedrig waren, wurden in diesem Rahmen dann natürlich in der Vorabpauschale auch keine Steuern eingezogen. Doch nun kam die Zinswende. Und jetzt ist der Zins deutlich positiv und die Steuern werden natürlich jetzt spürbar. Und relevant ist im Januar der Zinssatz, den die Bundesbank zu Beginn des Jahres 2023 errechnet hat und das Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat. Und der lag bei 2,55%. Und jetzt wird der Wert deines Fonds zum Jahresanfang 2023, also von vor 12 Monaten, zugrunde gelegt. Weil sagen wir mal, da lag der Fondsanteil bei 100 Euro. Dieser wird dann mit diesen 2,55% diesen Zinssatz multipliziert
Und auf diese Summe werden 70% Gewinn, fiktiver Gewinn berechnet. Nun kommt es aber noch darauf an, wie der Fonds investiert, denn es gibt dann noch die unterschiedlichen Teilfreistellungen. 30% Teilfreistellung hast du bei einem Aktienfonds, der laut Anlagebedingungen fortlaufend mehr wie 50% Aktienanteil haben muss. 15% Teilfreistellung hast du bei einem Mischfonds, der laut Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% Aktienanteil hat. 60% hast du bei Immobilienfonds, die laut Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% in Immobilien oder Immobiliengesellschaften investieren. Und 80% bei Immobilienfonds mit Auslandsschwerpunkt, die laut Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% in ausländische Immobilien oder Auslandsimmobiliengesellschaften investiert haben. Du hast also 100 Euro als Ausgangspreis, 2,55%, das Ergebnis mal 70%, und dann hast du davon noch entweder 30% frei, 15% frei, 50% frei oder 80% frei. Und die restliche Summe, das ist dann die Vorabpauschale, worauf dann die Berechnung erfolgt. Und darauf, auf diese Summe berechnet sich dann die Abgeltungssteuer und der Solidaritätszuschlag. Soweit, so gut. Aber die Steuer, diese Vorabpauschale, wie das Wort schon sagt, ist eine Vorabsteuer. Du zahlst hier keine separate neue Steuer. Du zahlst also jetzt Steuern, dafür aber dann später, wenn du deine Fondsanteile oder deine ETF-Anteile verkaufst, weniger. Es ist also keine zusätzliche Steuer, sondern du zahlst Anteile schon mal vorweg. Das ist jetzt nicht unbedingt toll für dich als Anleger oder auch für mich, aber im Grunde ist die Gesamtbelastung die gleiche, nur dass du einen Teil jetzt schon zahlst auf einen fiktiven Gewinn, den du noch gar nicht gemacht hast. Das musst du zukünftig bei deinen Anlagen wirklich berücksichtigen, dass du einen gewissen Teil Cash auf dem Konto behältst für diese fiktive Steuer, die du bezahlen musst. Ich wünsche dir einen guten Börsenstart in das neue Jahr 2024. Ich hoffe, dass du gut in das neue Jahr gekommen bist oder in das neue Jahr kommen wirst und dass du trotz der Vorabpauschale der Börse nicht den Rücken kehrst, sondern ganz im Gegenteil mit den neuen Bedingungen hier ganz klar vernünftig investierst in die Märkte rein, um aus deinem Geld langfristig mehr zu machen.